Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. Und passend zur fünften Jahreszeit machen wir heute leckere Berliner. Ich brauche für den Teig 500 Gramm Weißmehl Typ 400, 220 Gramm Milch, 40 Gramm Zucker, 4 Eigelb, 20 Gramm Hefe, 75 Gramm Butter, 7 Gramm Salz, eine Vanilleschote und den Abrieb einer Bio-Zitrone. Die Milch hat dieses Mal Zimmertemperatur, die gebe ich mir als erstes in die Küchenmaschine. Wenn die Milch zu kalt ist, dann hat der Teig tendenziell dann auch länger zum Aufgehen, darum nehme ich hier die Milch in Zimmertemperatur. Gebe das Mehl bei, Zucker, Hefe, die Butter, die ist auch schon weich und hat Zimmertemperatur. Salz. Dann schneide ich mir die Vanilleschote in zwei Hälften und kratze mir mit der Messerspitze die wunderbaren Samen aus. Kommt ebenfalls in die Küchenmaschine. Zitronenabrieb einer halben Zitrone. Hier ist es wichtig, eine Bio-Zitrone zu verwenden. Denn wir verwenden hier nur die Schale. Wenn die gespritzt ist, dann weiß man nicht, was man dann im Berliner hat. Drum eine Bio-Zitrone verwenden. Dann brauche ich für diesen Teig 4 Eigelb. Dazu trenne ich mir das Eiweiß vom Eigelb. Gebe dann 4 Eigelbe in die Küchenmaschine. Dann die Küchenmaschine starten und den Teig beginnen auf kleiner Stufe zu kneten. Nach dem Ankneten auf etwa Stufe 2 erhöhen. Nach 10 Minuten Knetzeit ist der Teig schön geknetet. Das ist eher ein fester Teig, das muss auch so sein. Den prüfen wir uns noch mit der Fensterprobe. Teig zu einer Kugel formen und dann langsam vorsichtig auseinanderziehen. Und wenn er nicht mehr reißt, dann ist er gut geknetet. Wunderbar. Sieht man auch wunderschön die Vanillesamen. Zu einer Kugel formen. Zurück in die Küchenmaschine. Dann decke ich mir den Teig mit einem Küchentuch zu und lasse ihn für 30 Minuten aufgehen. So, 30 Minuten konnte jetzt der Teig aufgehen. Er hat sich wunderbar entwickelt. Und nun forme ich mir Kugeln zu je 60 Gramm. Das funktioniert hier auch gleich ohne Mehl. Da brauchst du kein Mehl auf dem Tisch. Im Gegenteil, die würden dann schon zu fest rutschen. Und du kannst sie nicht mehr schön formen. Den Rest einfach noch ein bisschen aufteilen. Dann das Teigstück auf die Hand legen, mit der anderen Hand oben drüber und so aufdrehen und zu einer Kugel formen. Dann habe ich hier ein Backblech. Hier habe ich ein großes Teigtuch. Kannst du alternativ auch ein Küchentuch nehmen, auslegen damit und aufs Backblech setzen. Alternativ kannst du das Teigstück auch auf dem Tisch rollen. Ist genau die gleiche Bewegung, nur auf dem Tisch. Und wenn es jetzt hier zu viel Mehl auf dem Tisch hätte, könnte ich unten den nicht schön schließen und ich hätte weniger Spannung im Teig und dadurch keine schönen Kugeln. Dann nehme ich den Rest des Teigtuches und decke die ganzen Berliner zu. Hier ist es jetzt wichtig, die müssten wunderbar schön aufgehen, schön groß werden. Die müssen sich fast verdoppeln von der Größe und die kommen dann fast aneinander, weil sie so groß sind. Aber nur das gibt einen wunderbar leckeren Berliner, der wirklich fluffig ist. Die geformten Berliner lasse ich mir jetzt im Raum für etwa 4 Stunden aufgehen. Oder du kannst dir den Ofen auf 40 Grad heizen
und in den Ofen geben, dann geht es etwa 1,5 bis 2 Stunden. So, guck dir mal das an, wie wunderbar diese Berliner aufgegangen sind. Die müssen wirklich riesig werden, denn sonst ist das Volumen zu gedrungen und das Innenleben zu kompakt. Wirklich genügend Zeit lassen und perfekt hier auf einem normalen Backblech. Sie müssen wirklich fast zusammenkommen. Dann habe ich mir hier bereits Frittieröl erhitzt. Und zwar frittiere ich bei einer Temperatur von 170 Grad. Darüber sollte es nicht sein, sonst entstehen die gesundheitsgefährlichen Acrylamid. Aber genauso sollte die Temperatur auch nicht zu tief sein, sonst ziehen sich die Berliner dann voll mit Fett und das wollen wir auch nicht. Also die Temperatur muss stimmen. Das kannst du entweder mit einem Thermometer kontrollieren oder zum anderen mit einem Holzstab. Und wenn es da beginnt, Blasen zu werfen, wie jetzt, dann ist die Temperatur gut. Hier gehen wir etwas zurück. Jetzt wollen wir die Temperatur nur noch halten. Nehmen unsere Berliner. Beginnen einen nach den anderen ins Frittierfett zu geben. Auch darauf achten, ein Öl zu verwenden, das einen hohen Rauchpunkt hat. Beispielsweise Erdnussöl, Sonnenblumenöl oder Kokosöl. Dann mal auf dieser Seite hier 2 Minuten frittieren. Alle wenden, 2 Minuten frittieren und dann schauen, wie die Farbe ist. Je nachdem nochmal zurückwenden und nochmal 1 bis 2 Minuten frittieren. Dann mal nach 2 Minuten wenden. Herrlich. Herrliche Farbe. Dazu verwende ich gern solche Schaschlikspieße. Kann ich mir das Öl gleich kontrollieren und vom Handling her mit diesen 2 lassen sich die Berliner auch perfekt wenden. Und diese weiße Stelle, die wollen wir unbedingt haben, nicht reindrücken. Die wollen wir, das ist typisch für die Berliner, die müssen so sein. Und wenn es hier eine Blase wirft, kurz ein bisschen reinstechen und die Luft rauslassen. Dann nehme ich mir einen Löffel. Drehe die Berliner auf den Löffel und lege sie auf ein Haushaltspapier und lasse sie noch ein bisschen abtrocknen. Es riecht schon herrlich lecker in der ganzen Küche nach frisch frittierten Berlinern. Und dann gleich die nächste Serie. So, nach etwa 2 Minuten alle wieder drehen. Totale Backzeit etwa 5 bis 8 Minuten, je nachdem. So, Spaß vorbei, das war's schon. Kommt raus und tropft euch ab, ihr lieben Berliner. So, die Berliner sind ausgekühlt, wunderbar frittiert, genauso will ich sie haben. Die werden jetzt gefüllt. Dazu verwende ich eine Himbeermarmelade. Die habe ich mir in einen Spritzbeutel gegeben. Da gibt es so praktische Tüllen mit einem langen Spitz. Durch diese lassen sich die Berliner perfekt füllen. Es geht auch mit einer normalen Tülle, ist einfach hier eine Erleichterung. Dann ansetzen, ins Weiße reinstechen und drücken. 21, 22, 23, fertig. 21, 22, 23. Gut, die Füllung kannst du sowieso nach Belieben machen, so viel wie du magst, kannst du reingeben. Aber mit diesen 3 Sekunden hat sich eigentlich alles schön ausgewogen bewährt. Wirklich schauen, dass jeder Berliner gefüllt ist mit Marmelade oder einer anderen Creme. Das ist eine Todsünde, wenn man in einen Berliner beißt und es hat keine Füllung drin. Da könnte ich durchdrehen. Drum, schönes System, alle durchfüllen. Dann nehme ich mir eine Schüssel, gebe hier etwas Zucker rein. Dann etwas Zimt. Mische mir beides durch.
schönen Zimtzucker. Noch etwas mehr Zimt. Dann gebe ich mir den Berliner oben drauf, wende den im Zucker, lege ihn aufs Gitter. Falls dir das zu viel Zucker ist, die werden dann noch mit Puderzucker bestäubt, dann kannst du diesen Schritt einfach weglassen. Ich zeige dir hier aber die Originalherstellung. Und so sind sie ehrlich gesagt einfach am leckersten. Fasching ist ja nur einmal im Jahr und da darf man sich auch was gönnen. Dann zum Schluss noch Puderzucker und etwas mit einem Sieb auftragen. Sehen die nicht wunderbar aus? Jetzt probieren wir so ein Ding mal. Ja, da gibt es nichts mehr zu sagen, als die sind einfach lecker. Selber gemachte Berliner, da kannst du nichts falsch machen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken. Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Schreib mir einen Kommentar, wie findest du dieses Video? Schreib mir eine Rückmeldung. Abonnier den Kanal, dann verpasst du kein Video mehr von mir. Am besten gleich die Glocke aktivieren, dann wirst du immer benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.